Mein Name ist Ralf Bernstein, ich bin Geschäftsführer Technik und Logistik bei der Dinkelager Schwabenbräu in Stuttgart. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das in der Region doch sehr verwurzelt ist. Wir haben einiges an Marken zu bieten, da ist nicht nur Dinkelager und Schwabenbräu, da gehört Sanwald, unsere Weizenbiermarke dazu und seit 2008 auch wieder unser Wulle, das regional doch für Bekanntheit inzwischen gesorgt hat. Und auch deswegen stehen wir heute hier, sind wir sehr erfolgreich und das Wulle verkauft sich besonders gut in der 3-Liter Bügelflasche. Ergomodul, weil wir ganz klar ein Thema haben in Stuttgart, wir sind mitten in der Stadt und wir haben auch ein Platzproblem. Die Ergomodul natürlich gebaut, um die Vielfalt und die Möglichkeiten dieser Technologie zu nutzen. Für uns war es eine ganz tolle Geschichte. Wir haben schon eine wunderschöne Krones-Etikettiermaschine mit einer Leistung von 66.000, die bei uns steht, die ist doch recht groß. Wir hätten im Bestandsprojekt eine solche Maschine nicht integrieren können. Wir brauchen eine Leistung von über 30.000 in unsere neue Konfiguration und die Ergomodul macht es uns in unserem speziellen Fall möglich, auf kleinstem Platz auch mal Instandhaltung machen zu können und da haben wir uns für die Ergomodul entschieden, war eine super Lösung, ist eine super Lösung und wird uns weit in die Zukunft bringen. Ja, über die Jahrzehnte bei einer Familienbrauerei, die Beziehungen sind schon lange da. Es ist jetzt im Projekt immer wieder natürlich ganz klar, dass man mit Krones Kontakt aufnimmt und es freut mich ganz arg, dass Krones wieder für den Mittelstand und den kleineren Mittelstand ein Ohr gefunden hat. Wir fühlen uns wieder gut aufgehoben, haben ein tolles Projekt jetzt, das wir gerade in der Umsetzung sind und bin überzeugt, dass Krones auch dort auf dem richtigen Weg ist. Ba 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 da da.